Wir haben die Lösung vor Augen geführt bekommen. Oh mein Gott, wir haben den Platz gemacht, Digga. So, und wir machen direkt weiter mit einem weiteren Teil der Kampagne. At Wentworth 2 befinden wir uns, Black Hole Rising, Part 30 dieser Let's Play Reihe, Auftritt Orange oder Orange. Wir treten zum dritten Mal hintereinander gegen Helmut auf, einen neuen Kommandanten von Black Hole. Diesmal haben wir 5 Städte, sonst keine Fabriken, und der Report sagt: Raubbeinige Rivalen auf zwei Seiten eines Ozeans. Hier fliegen Blei und Beleidigung. Also wir haben Max versus Helmut. Ist das eine Art Beleidigung? Orange Star Kanailen? Kanailen? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das ausspricht. Hauptmann Helmut? Oh. Solange wir Schücher haben, kann nichts schief gehen. Oh, suchst du deine Mama oder was? Besonders helle, noch besonders mutig. Quadratschädel, Alter, Max geht hier voll aufs Ganze. Orange Star gehört jetzt der Armee von Black Hole, denkst du, ha? Huh? Losgehen. Ja, von mir aus auch. Sag ich mal, was du drauf hast, Helmut. Auftritt Orange. Sieh an, wir haben erstmals Helikopter. Dieser Demlack denkt ja, er kann hier einfach aufrauschen und... Max, beruhige dich. Was, Alter, Nell, was? Wer den Kopf verliert, verliert auch den Kampf. Das habe ich dir doch immer wieder gesagt, weißt du noch? Nein. Vergessen. Alles klar, setzen wir unseren Verstand ein. Und die Muckis. Oh ja, stimmt, wir haben einen Kampfpanzer. Die mag ich. Kampfpanzer sind eine meiner Lieblingseinheiten. Nein. Wir sind sowieso ohne Strategie hier unterwegs. Mit dem Kopf durch die Wand heißt es. Oh shit, jetzt habe ich doch ja gedrückt. Okay, okay, ja, ich weiß, was die Flaggeinheiten machen. Ach so, ich dachte, die soll dahin. Doch hier rum, dann haben wir ein Feld länger. Kürzer. Barabums. Ja. Dieser Kampfhelikopter dort ist ein Problem. Das, es gibt eine Lösung. Oh mein Gott. Wir haben die Lösung vor Augen geführt bekommen. Oh mein Gott, wir haben den Platz gemacht, Digga. Ja, dachte ich auch, aber Nell erklärt halt gerne, was soll man machen. Ja, auf geht's. Ein Helikopter ist übrig, da kriegen wir freie Wahl, wie wir vorgehen. 2 Jagd und 2 Kampfpanzer neben den 2 weiteren Einheiten. Da müssen wir ein bisschen klüger vorgehen. Wo wir nicht klüger vorgehen, ist hier. Wir greifen direkt an. Und dann können wir eigentlich hier rüber transportieren, wenn wir die ganzen anderen Panzer hier rüber gelockt haben. So, er kann uns nämlich hier erreichen, aber wir verpieseln uns. Ich glaube, ich kann schon hier ausladen und erstmal die Stadt hier einnehmen.
Denn er kann nur den Weg über die Brücke voranschreiten. Ja, macht er auch. Das ist sehr gut. Denn sobald er drüben ist, können wir hier rüberfliegen. Und bestenfalls mit etwas wie den Helikopter diesen Weg hier blockieren. Dann kommen sie nicht weiter. So, der blockiert uns aber hier auch. Deshalb weg damit. Und hier können wir sie in aller Ruhe empfangen, die Buben. So, guck mal, der hier, der kann, hoppla, der kann gegen Helikopter und Flugzeuge vorgehen. Das heißt, er nutzt uns eigentlich nur noch als Wegblocker. Er kann was gegen Infanterie machen und hier können wir theoretisch schon angreifen. Werden dann wahrscheinlich aber auch bombardiert von den Kampfpanzern. Deshalb bleiben wir erstmal hier. Und schauen, was er macht. Oh, stimmt, die Fähigkeit, die kennen wir noch gar nicht, was sie genau macht. Wir wissen nur, wie sie heißt. Genau so. Ich nehme an, sie verstärkt die Angriffskraft. Oh ja. Kann man jetzt vielleicht anschauen, was die Fähigkeit von ihm ist. Fleisch, Gemüse. Hier, Gabe über Warenschlag lässt Angriffe um bis zu 40 plus stärker oder bis zu minus 20 schwächer ausfallen. Erhöht Verteidigung um 10. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Glücksspiel, denn er kann auch ins Minus gehen. Aber hier gibt es jetzt auch Spezialgaben, die Brachialgewalt lässt Angriffe um bis zu 80 stärker werden oder minus 30 schwächer ausfallen, erhöht Verteidigung um 10. Also in beiden Fällen kriegt ihr eine erhöhte Verteidigung. Das ist schon heftig. So, aber was wir jetzt machen, ist hier seitlich unterstützen. Reicht das hier? 17? Wir probieren es aus. Nein, hat nicht gelangt, aber er wird uns auch nicht komplett platt machen können. Dann laden wir auf. Hier gehen wir auch vorwärts mit allem, was geht. Hier erobern wir noch in Ruhe und danach geht's direkt im Hauptquartier. Ja, versuch's doch. Oh, der geht zurück. Angeschlagen, wie er ist. So, jetzt haben wir ihn fast, wo wir ihn haben wollten. Ja, hier ist die Erklärung jetzt, die wir schon erahnt haben. Es gibt jetzt eine zweite Kraftstufe. Es ist eine neue Entwicklung. Ah ja, stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, was bei Max das ist. Ah, okay, schauen wir mal kurz. Ich habe komplett vergessen, bei Max vorbeizuschauen. So, das Maximum kennen wir. Kurz erklärt, erhöht Feuerkraft von Direktangriffseinheiten außer Fußsoldaten um plus 20. Bewegungsradius sowie Transportern ist um ein Feld erhöht. Verteidigung um 10. Spezialgabe erhöht die Feuerkraft von Direktangriffseinheiten außer Fußtruppen um 40, also um das Doppelte. Und die Bewegungsradius werden um 2 Felder erhöht, also auch verdoppelt. Und die Verteidigung bleibt gleich. Das ist nice. Und wir setzen trotzdem die Gabe mal direkt ein. Denn wir wollen hier unseren Kampfpanzer nicht unbedingt direkt verlieren. Ja.
38, 26, hier macht er viel Schaden. 84. Vielleicht sollten wir den hier ausschalten. Wie sehr hilft uns der Flak? Ja, das war zu erwarten. 17 auch sehr wenig. So, auf jeden Fall sind wir ja hier bereit, unseren Plan auszuführen. Und ich glaube, ich werde einfach mal schon den Helikopter hier einsetzen. Auch wenn wir jetzt nicht hier komplett dicht machen können. Soll ich überhaupt hier angreifen oder vorrücken lassen? Vielleicht vorrücken lassen. Und schauen wir mal, ob er jetzt zurückkommt oder nicht. Erstmal greift er an. Ah ja, jetzt kommt er doch zurück. Konzentriert sich aber auf die Helikoptereinheit. Aber beide Kampfpanzer gehen jetzt zurück und er blockiert uns. Okay, das sieht schon mal nicht so toll aus. Ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen beeilt. Aber wenn ich schon da bin. Wobei. Ja, so viel kann ich jetzt nicht ausrichten. Und er kann dann erreichen, aber er nicht. Heißt, ich schütze jetzt einfach hier diese Einheit. Genau. Und hoffe, dass ich dann nächste Runde das Ganze beenden kann. Oh ja. Unser Ego sagt natürlich, greif erstmal an, so viel es geht. Der wird hier nicht kaputt gehen. Hier kommen wir auch nicht durch. Der Flak würde durchkommen, um dann was? Dann passiert nichts. Wir greifen an. So sei es. Den zerstören wir auch. Und beenden das Ganze. Wie gefällt dir das, Neandertaler? Ich sagte doch, leg dich nicht mit mir an. Ist das alles, was dir einfällt? Oh, das war nur ein Test. Alles klar. Ach komm, ärgere dich nicht so sehr, Helmut. Gemeines Gesindel. Jeder einzelne von ihnen. Die machen keinen Döner auf 3 Euro. So, dritter S-Rang in Folge. Ich muss doch bitten, oder? Er Helmut nichts drunter. Oh yeah. Volle Punktzahl. Sechs Tage haben wir gebraucht, um Helmut aufs Neue die Stirn zu bieten. Wen haben wir denn? Und natürlich kommt Hachi, der darf nicht fehlen. Neue Musikstücke hat er.